Bin mal gespannt, ob mein Lehrer demnächst auch eine Aufgabe für mich hat. So. Das Glück sei mit euch. Verliert euren Glauben. Die ist schon mal zufrieden mit mir. Wo ist denn mein Motti hin? Treibt die sich rum? Oh wei, ich glaube, die ist noch am Kämpfen. Da gibt es einen Trick. Guck mal hier. Da ist so eine Pfeife. Und dann kann ich Motti rufen. Da kommt sie doch. Das kann manchmal passieren, dass das Tier sich irgendwo aufhängt. Dann kann man die ganz schön mit dieser Pfeife rufen. Hiermit kann man das tote Tier auch wiederbeleben, wenn es denn mal leider tot ist. Und später gibt es noch mehr Fähigkeiten. Das Tier steuern kann man leider erst ab Level 10. Oh, eine graue Motte. Super. Es gibt nämlich seit Mists of Pandaria diese Haustierkämpfe. Hier seht ihr zum Beispiel eine graue Motte. Die habe ich schon einmal, weil ich noch andere Chars habe und diese graue Motte mit einem dieser Chars halt schon gefangen habe. Demnächst machen wir auch mal Haustierkämpfchen. Dann kann ich euch das genau zeigen, wie das funktioniert. Eine schöne Sache ist das. Falls ich jetzt zwischendrin irgendein seltenes Tier erwische oder halt irgendeins, das mir in meiner Sammlung noch fehlt, würde ich natürlich ganz spontan dazu neigen, zu versuchen, dieses Tier zu bekommen. Sehr klar. So, jetzt mal hier runter. Ups. Ach so, beim Runterfallen verliert man natürlich Lebenspunkte. Also immer ein bisschen aufpassen. Okay, was geht denn hier ab? Hier wohnen Eulkins. So, gucken, was ich hier tun muss. Questlog. So. Hier. Mist-Eulkins immunisieren. Dazu benötige ich diesen Immunisierungskristall. Den schiebe ich mir dann gerne irgendwo in die Leiste. Dann muss ich das nicht immer aus diesem Rucksack rausmachen. So. Okay. Ich muss mir jetzt also so eine Eule suchen, die ich immunisieren kann. Mal gucken, ob das bei dem hier funktioniert. Also Eule anvisieren und diesen Questgegenstand drauf machen. So. Wunderbar. Nächste Eule. Und bam. Ich muss näher ran. Ach so, wenn das hier rot ist, dann ist das anvisierte Ziel nicht in deiner Reichweite. Da muss man näher rangehen. So, noch zwei Stück. Ups, nicht kämpfen. Nur immunisieren. So. Und den letzten. Habe ich den erwischt? Oh. Dieses Orange da, das sind die Emotes. Also da steht, wie sich die anderen jetzt gerade fühlen. Also diese Nistel-Eulkins scheinen das nicht zu mögen, was ich da mit ihnen tue. Da haben sie halt Pech gehabt. So, habe ich jetzt 6 davon? Checke. Ha, einer fehlt noch. Na, jetzt. Yeah, geht doch. So, okay. Oh, wie süß. Der immunisierte Nistel-Eulkin ist durch die Impfung aufgewühlt. Ja, das kennen wir doch.
So, mal gucken, was weitergeht. Okay, ich werde noch ein paar Ersatzteile einsammeln. Guck mal, ist das nicht süß? Da gehst du auf Map mit M. Und dann wird die Map wieder zusammengescrollt, wenn man fertig ist. So. Hier ist das Zeichen von den Oilkins. Dieses Pfötchen da mit den Krallen. Finde ich auch sehr niedlich. Ui, ist aber steil hier. Wie gut, dass mein Char so gut im Training ist. Okay, eine kleine Höhle. Scheint ein Durchgang zu sein. Gut. Da sind noch mehr Eulkins. Achso, die sind jetzt hier gelb. Das heißt, die machen euch nichts. Die könnt ihr aber trotzdem angreifen. Wenn jetzt jemand bösartig wäre, der wäre dann da rot. Das zeige ich euch dann. So, da vorne glitzert's. Das heißt, da ist ein Questgegenstand. Hier. Das ist ein goldenes Zahnrädchen. Das betätigt man dann. Und schwupps hat man das Teil hier im Inventory. Das ist dann eingesammelt. Ich scroll mal ein bisschen raus. Also ich habe halt die Tendenz, relativ dicht am Chart zu sein. Dann sehe ich natürlich nicht so viel und kann nicht so abchecken, was in meiner Umgebung passiert. Das heißt, wenn ein Feind von irgendwo ankommt oder wenn sich einer anschleicht, könnte es sein, dass ich das nicht mitbekomme. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, mich im Spiel zu drehen. Also ich kann nach vorne laufen und nach hinten gucken. Und diese Möglichkeit sollte ich öfter in Betracht ziehen. Dann lebt es sich nämlich viel sicherer auf diesem Planeten. Okay, Teile habe ich alle. Ah, hier ist noch was Wichtiges, der Ruhestein. Den Ruhestein, den kann man bei verschiedenen Gastwirten aktivieren. Dann wird man immer, wenn man den betätigt hat, in diesem Gasthaus landen. Jetzt schaue ich mal nach, wo ich als nächstes hin muss. Oh, ich bin jetzt ziemlich weit weg vom Schuss und da ist mein Ruhestein. Also würde ich sagen, ich benutze den jetzt, gebe da meine Quests ab. Und gehe dann darüber. Hier kann man übrigens nochmal die Quest sehen. Da kann man sich schon mal die Belohnung anschauen. Da rechts steht dann, nee, links steht dann, was man eigentlich anhat. Also das, was man anhat, ist da links zu sehen. Das steht ja zurzeit angelegt. Und dann kann man die Gegenstände direkt miteinander vergleichen. Das kann man aber auch tun, indem man sie hier direkt vergleicht. Aber jetzt habe ich gerade nichts anderes zum Anziehen da. Also, ich benutze meinen Ruhestein. Falls sich einer fragt, was das da rechts ist, das sind Makros. Das erkläre ich nach dem Ruhestein. So, jetzt bin ich wieder da, wo wir am Anfang waren. Das ist ganz praktisch, weil ich mir jetzt diese Riesenstrecke da gespart habe. Naja, obwohl, oh, ein bisschen kürzer ist es schon. Ui, noch 17 Level, bis ich reiten kann. Prost. Muss ich jetzt halt durch. So, einmal hier durchgedüst. Wie viele Taschenplätze habe ich noch? 14. Müsste eigentlich reichen. Wenn man sich nicht sicher ist, kann man es trotzdem verhökern. Wo ich gar nicht so viel zum Verhökern dabei habe. Check. Okay. Was kriege ich hier Cooles? Öffnet euer Herz dem Licht. So, erstmal aussuchen. Stoffhose ist uninteressant für einen Lederträger. Da, neue Hose. Sehr schön. Und hier? Ui, jetzt kann ich mir aussuchen, ob ich dieses oder das möchte. Das hier gibt es sowieso dazu. Jetzt schauen wir mal. Entweder geht meine Rüstung eine Stunde lang um 25 hoch. Das ist ein Wächterelixier.
Und das hier ist ein Kampfelixier. Da geht die Stärke eine Stunde lang hoch. Also Rüstung oder Stärke? Für einen Jäger ist Stärke jetzt nicht so wichtig. Rüstung ist eigentlich immer gut. Dann nehme ich das mal. Dieses Elixier. So. Oh, neue Quest. Okay. So. Huch, was ist denn hier passiert? Hologramm? Was macht ihr denn da? Na, ich werde es noch erfahren. Jetzt schauen wir mal hier nach. Da ist dieses Elixier der schwachen Verteidigung. Und da sind diese Mana-Tränke. Ich packe mir die jetzt mal hier hin, falls ich die nachher mal brauche. Und das Elixier der schwachen Verteidigung. Ach, das lasse ich mal da drinnen. Ich trinke jetzt mal eins. So, jetzt könnt ihr das hier oben sehen. Da sind die Buffs, also die Verstärkung. Und meine Rüstung ist jetzt um 25 erhöht. Und da steht, dass das noch eine Stunde hält. Hier seht ihr die 60 Minuten. Okay, da ist diese Hose. Ziehen wir die Hose erstmal aus, wo ich die eigentlich sehr hübsch finde. Und ziehen diese Hose an. Okay, gewöhnungsbedürftig. Ah, ich wollte euch ja die Makros erklären. Und zwar kann man sich hier Makros erstellen. Ist eigentlich ganz einfach. Da geht man auf Neu, sucht sich hier eins aus, gibt dem Ganzen einen Namen. Und wenn man sich das ausgewählt hat, schreibt man dann hier einen Makrobefehl rein. Und dann kann man sich das einfach in die Leiste ziehen. Ich habe jetzt hier als Makros Love, das heißt, wenn ich den hier anvisiere und da drauf klicke, okay oder auch nicht, üben wir nochmal. Mann, immer wieder mit mir labern. Jetzt. So klappt das denn nicht. Kann ich wenigstens mit dem tanzen? Yeah, geht doch. Da. Also Emotes kann man auch so wirken. Dazu braucht man kein Makro. Die gibt man einfach hier auf Emote. Da stehen dann alle möglichen Sachen. Zum Beispiel hier Hühnchen. Oder Küsschen. Oder auch diverse andere Sachen. Wenn euch langweilig ist, dann legt euch einfach pennen und zeigt eben, dass ihr keinen Bock habt. So. Jetzt verkaufe ich nochmal schnell was. Hier, die Hose brauche ich ja nicht mehr. Zähne auch nicht. Das hier. Das war ein zerrissener Mottenflügel. Erinnert euch an die Lehren der Vergangenheit. Okay. Mal gucken, wo ich jetzt hin muss. Okay. Nach Westen. Los geht's. Während man läuft, kann man auch auf die Map gucken. Sollte natürlich in der Zeit nicht irgendwo runterfallen oder irgendwelchen fiesen Möpsen begegnen können. Ah, das sieht doch nach einem Questgegner aus. Okay, Motti, hast lang genug rumgetrödelt. Action. Jetzt haben wir schon zwei Sachen, die wir spellen können. Den und den. Da ist schon mal den Nutzen angesehen. Dann macht Motti den klar und ich kann looten. Hehe. Wie machen wir das, Motti? Motti hat auch noch gut live. Prima. So, dann machen wir das hier nochmal genauso. Suchen wir jetzt gleich zwei aus. Die nebeneinander sind, dann muss ich nicht so weit rennen. Okay, fette Beute. Ui, da ist ja noch was zum Aufsammeln. Verderbte Blumen, okay. Da drüben sind wieder ein paar von diesen großen Blümchen. Moment, das nehmen wir noch mit.
So, wir können uns auch nochmal die Skills anschauen. Wer was macht. Also dieser zuverlässige Schuss, der hat 40 Meter Reichweite. Der erzeugt 14 Fokus, also hier oben dieses Orangene. Und man kann das einsetzen, während man sich bewegt. Das ist schon mal gut. Und der andere macht Waffenschaden und 12 extra Schaden als Arkanschaden. Okay. Bäm, drauf. Er ist am Anfang noch ein bisschen eintönig, wenn man nur zwei verschiedene Fähigkeiten hat, aber es werden ja noch mehr. So, nächstes Ziel. Übernächstes Ziel. Ah, der ist zu weit weg. Jetzt habe ich ihn. Juhu, Level up. Schwupps und her damit. Oh, ich habe eine neue Fähigkeit. Wildtiere aufspüren. Mal gucken. Ah, das ist übrigens mein Zauberbuch. Da ist die jetzt drin. Schwupps. Na, wo sind wir denn? Hier. Da ist die neue Fähigkeit. Hier ist zum Beispiel eine passive Fähigkeit. Da sieht man immer, dass man eine neue Fähigkeit hat. Dann leuchtet das hier nämlich. So. Okay. Hier sieht man die allgemeinen Fähigkeiten. Hier, das ist diese Volksfähigkeit, steht hier auch dran, Gabe der Nahrung, die heilt. Das hier bezieht sich auf Haustierkämpfe. Das hier ist eine passive Eigenschaft. Draenei haben ein Plus beim Beruf des Juwelenschleifers, aber da kommen wir auch noch drauf. Das hier ist passiv. Das ist eine Eigenschaft des Jägers. Also steht halt überall dran, ob die passiv sind, ob die zum Volk gehören oder eben zu der gewählten Klasse gehören. So, da kann man schon mal spicken, was man alles demnächst bekommen kann oder bei welcher Stufe. So, beim Jäger hier genauso. Da sieht man schön, was es da alles so gibt, bis man denn mal so weit ist. So, weiter geht's. Und drauf auf die Stiefmütterchen. Okay, ich weiß, es sind keine Stiefmütterchen. Sie sehen mehr so aus wie Orchideen, aber who cares? Hauptsache Blümchen. Ach, die da hinten ist schon tot. Na, komm her. So. Das ist übrigens so ein Massenloot. Das heißt, wenn ich die zwei loote, ist die hier hinten schon dabei. Das ist ziemlich praktisch. Früher musste man sich echt bei jedem Mob bücken. Das hat sich jetzt erledigt. Zum Glück. So, verderbte Blumen habe ich schon drei. Das heißt, um die muss ich mich nicht mehr kümmern. Wie sieht es mit den Blümchen hier aus? Ups, da habe ich auch schon 10 Proben. Alles Klärchen. So, wollen wir faul sein? Nee, wollen wir nicht. Ich meine, wollen wir schon. Aber der Ruhestein hat leider noch 18 Minuten Abklingzeit. Das heißt, wir hoppeln jetzt wieder nach Hause. Das kann man auch tun, indem man auf Num drückt. Dann läuft der Char automatisch. Und man kann dann mit den Maustasten oder auch, also mit der linken Maustaste, muss ich überlegen, nee, mit der rechten Maustaste, Entschuldigung, kann man dann den Char auch steuern. Bei mir ist das so, ich bin halt Linkshänder und das ist alles umgestellt und deswegen muss ich manchmal nachdenken, wo rechts und links ist und so weiter. Ich orientiere mich dann mehr an den Fingern als an der Taste. Deswegen habe ich auch übrigens meine Fähigkeiten auf 7, 8, 9, beziehungsweise jetzt nur auf 8 und 9. Klassischerweise macht man die halt auf 1, 2, 3 und zockt ja eben mit der rechten Hand. So, jetzt muss ich aufpassen. Ah, zu weit gelaufen. Zurück. So. Ja, es kommt davon, wenn man vor lauter Labern nicht auf den Char guckt. So, jetzt hat. Ah, wollte ich noch sagen. Also deswegen habe ich meine Fähigkeiten eben nicht da links auf 1, 2, 3, 4 bis 5, sondern ich fange halt so bei 7 an. Ich laufe halt auch nicht mit WASD, sondern mit IJKL, weil ich eben die Maus mit links bediene. Hui,
Da ist noch eine. Ist sie versteckt? Okay. So, sieht so aus, als ob wir hier oben fertig sein. Da unten sind noch zwei Sachen. Also hier ist noch eine Quest zu erfüllen und da unten ist noch ein Fragezeichen. Okay. Dann tuckern wir zwar schon mal los. Ups. Na, noch ein bisschen in die Richtung. Also die Landschaft finde ich hier echt super schön. Hier mit diesem Lila und Hellblau. Oh, könnte ich mich gerade auf die Wiese legen. Wenn da die blöden Monster nicht wären. Aber so ist das halt.